Dieses Modellflugzeug hat eine Rumpflänge von 3,70 Meter und hat eine sagenhafte Spannweite von 2,70 Meter. Dieser Nachbau ist eine tschechische Maschine, die L-39 Albatros, und wurde für die Pilotenausbildung eingesetzt. Es sieht fast so aus, als wenn diese Kleinen sich reinsetzen könnten. Das prachtvolle Fluggerät gehört dem Landwirt und Hobbybastler Peter Otterstedt. Ich habe mit 8 Jahren schon angefangen, kleine Schiffe zu bauen, und bin später nach meinem Studium, habe ich mit der Fliegerei angefangen. Und das ist ein Virus, der mich offenbar unheilbar erwischt hat. Ich mache das jetzt seit über 40 Jahren. Die L-39 und viele andere Flieger konnte man am Sonntag auf dem Flugplatz in Gandakesee bewundern. Die Jetflugtage fanden zum 6. Mal statt und ist die größte Modellflugshow in Norddeutschland. Am Start sind ungefähr 100 Piloten mit insgesamt 120 Großmodellen. Die kommen aus ganz Deutschland, Österreich, sehr viele Holländer, klar, ist nicht so weit weg. Und die kommen schon seit den ganzen 6 Jahren, kommen immer wieder die gleichen. Und einige neue Piloten haben wir jetzt auch bekommen. Und zu sehen gab es die ganze Bandbreite der Modellfliegerei. Angefangen von den Jetflugzeugen bis hin zu den Segelfliegern. Für jedes Bastlerherz war etwas dabei. So, die F28 im Landeanflug. Und für die ganz Kleinen gab es sogar Trampolinspringen, Kletterburgen und. Aber einen ganz besonderen Auftritt hatte die Doppeldeckerstaffel. Ich finde es hier total klasse. Ich bin das erste Mal hier und ganz toll, total beeindruckend, was man hier so sehen kann. Ist schon sehr klasse. Super. Es ist überwältigend, was man hier an Modellen sieht. Und wenn man die in der Luft sieht, kann man also zwischen Modell und Wirklichkeit kaum unterscheiden. Man sieht halt auch, was die alles können, wie die halt aussehen. Und ja, gefällt uns eigentlich beiden ganz gut. Auch wenn andere hier und da technische Probleme hatten. Die Jetflugtage in Gandakesee sind immer wieder ein spektakuläres Erlebnis und ein großer Spielplatz für die Erwachsenen.